Le Chatelier. Übt man auf ein System, das sich im chemischen Gleichgewicht befindet, einen Zwang durch Änderung der äußeren Bedingungen aus, so stellt sich infolge dieser Störung des Gleichgewichts ein neues Gleichgewicht dem Zwang ausweichend ein. Aufgabenstellung. Das Gleichgewicht der Reaktion 2NO2 zu N2O4 liegt bei 25 Grad Celsius bei 80% N2O4-Ausbeute. Wie verändert sich die N2O4-Ausbeute durch folgende Maßnahmen mit Begründung? Erhöhung der Temperatur, Erhöhung des Drucks und Einsatz eines Katalysators. Erhöhung der Temperatur. 2NO2 reagieren zu N2O4. Die Reaktion ist exotherm und bei Erhöhung der Temperatur wird sich das Gleichgewicht auf die E-Seite verschieben, weil das System nicht noch mehr Wärmeenergie produzieren möchte. Erhöhung des Drucks. 2NO2 im Gleichgewicht mit N2O4. Das Gleichgewicht reagiert exotrop und verschiebt sich auf die Seite des Produkts. Da auf der Eduktseite 44,8 Liter NO2 vorhanden sind und auf der Produktseite nur 22,4 Liter N2O4, wird sich das Gleichgewicht in Richtung Produktseite orientieren, um den steigenden Druck auszuweichen. Einsatz eines Katalysators. Katalysatoren verschieben das Gleichgewicht nicht, da sowohl die Hin- als auch Rückreaktion beschleunigt wird.